Ich glaube, Peter ist sehr gut in seiner neuen Position gestartet. Bei Messia geschieht die Übernahme des Amtes quasi Knallauffall am Tag der Wahl. Als Geschäftsführer, aber auch die ganze Geschäftsstelle, spüren wir Peters Arbeitsweise sehr direkt. Er nimmt nicht einfach alles für gegeben hin. Er hinterfragt, er will Gründe wissen und er versucht auch in Alternativen zu denken. Das motiviert uns auch selbst, Dinge zu hinterfragen und neu anzugehen. Als Forstingenieur liegt mir diese Thematik sehr am Herzen. Ich habe bereits bei meinem Start im Messia gesagt, ich möchte hier Akzente setzen können. Aber ich achte auch im Alltag darauf, hier einen bewussten Umgang zu pflegen. So nutze ich beispielsweise täglich das Fahrrad und den Zug. Ich finde aber auch, eine intakte Umwelt und schöne Naherholungsgebiete sind wichtig für unseren qualitativ hochstehenden Lebensraum. Wir beschäftigen uns im Messia auf verschiedenen Ebenen mit dem Thema. Zuerst in unseren aktuellen Ordnungsprojekten. Das heißt, in die LHO wird die Nachhaltigkeit als wichtiges Thema einfließen, das sehr früh in Projekten thematisiert werden muss. Die SIA 144 steht beispielhaft dafür, dass die Nachhaltigkeit in Zukunft in allen Beschaffungsprojekten berücksichtigt werden soll. Wir haben mit der ZO und der ZN im Herbst eine Initiative für die Kreislaufwirtschaft gestartet. Das heißt, wir wollen eruieren und sicherstellen, wo unser Normenwerk den Kreislaufaspekt stützen und sogar fördern kann. Das erste wichtige Projekt habe ich bereits erwähnt, die Revision der LHO. In diesem Rahmen suchen wir auch nach einem Ersatz für das Kalkulationsinstrument. Dort haben wir gemeinsam mit der ETHZ die Value App entwickelt. Ein weiteres Instrument hier ist die Datenbank Werkmaterial Online, die wir in Kürze unseren Mitgliedern zur Verfügung stellen können. Das zweite Projekt habe ich ebenfalls bereits erwähnt, die Revision der SIA 144, die uns in diesem Jahr gefordert hat. Als drittes haben wir die Weiterbildung unter dem Titel SIA in Form neu lanciert. Und das vierte zentrale Projekt ist die Überprüfung der Vereinsstrategie. Dabei war der Einbezug der Mitglieder eine zentrale Prämisse. Die Sektionen, die Berufsgruppen und nicht zuletzt das Netzwerk Frauen SIA und eine Gruppe junger Mitglieder haben wir in der Analyse mit einbezogen und mit ihnen haben wir im Herbst im Forum die ersten Ergebnisse diskutiert. Die Projekte des letzten Jahres werden Früchte tragen. Wir werden die Value App abschließen und auf den Markt einführen. Wir erwarten, dass die Revision der LHO erste Ergebnisse erbringt. Danach wollen wir die SIA 144 und die Strategie von der Delegiertenversammlung verabschieden lassen. Und wir werden diese anschließend umsetzen.